Seit Wochen fühlt sich Stephanie Pars in ihrem Zuhause unwohl. Sie ist sich sicher, dass es bei ihr spukt. Zuerst hat sie einen Handabdruck an ihrem Spiegel gefunden und kurze Zeit später liegt auf einmal ihr Wellensittich leblos in seinem Käfig. Doch welcher Horror in der Halloween-Nacht über sie kommen wird, ahnt niemand. So, when did your daughter go missing? Die neue Beziehung. Schon lange hat Stephanie einen großen Wunsch im Leben. Sie will eines Tages als Make-up-Artist oder Maskenbildnerin ihr Geld verdienen. Doch bis dahin ist es ein langer, steiniger Weg. Stephanie Pars lebt in Freehold Township im US-Bundesstaat New Jersey und arbeitet als Kindermädchen. Jede freie Minute verbringt die 25-Jährige allerdings damit, sich ihren großen Traum zu verwirklichen. Hey guys, welcome to my channel. So for today's look, auf Instagram und YouTube lädt sie ihre Make-up-Looks und Schmink-Tutorials für ein glamouröses Abend-Make-up oder einen gruseligen Halloween-Look hoch. Lips? Never wear black. Im Juni 2019 lernt Stephanie über Tinder einen Mann kennen, der sie sofort fasziniert. John aus Bilgen. Er ist 29 Jahre alt, arbeitet als Börsenmakler und lebt in Staten Island, dem südlichsten Stadtbezirk von New York City. Ein Mann, mit dem sich Stephanie eine Zukunft vorstellen kann. Zunächst wirkt alles so, als sei Stephanie in ihrer neuen Beziehung überglücklich. Als die 25-Jährige im August 2019 an einer schweren Lungenentzündung erkrankt und im Krankenhaus behandelt werden muss, kümmert sich John in dieser Zeit liebevoll um sie. John told me to go get him another beer. Und als John und Stephanie zusammen zu einem Wochenendetrip gefahren sind, findet sie im Kühlschrank einen handgeschriebenen Zettel von ihm, auf dem steht: Willst du meine Freundin sein? Doch Stephanies Eltern, Charlene und Edward, bemerken, dass sich ihre Tochter in der Zeit verändert. Die sonst so lebenslustige junge Frau, die gern viel Zeit mit ihrer Familie verbringt, zieht sich immer mehr zurück. Sie wirkt in sich gekehrt und sie werden das Gefühl nicht los, dass John Stephanie von ihren Eltern abschirmt. Wie besorgniserregend die kurze Beziehung ihrer Tochter aber wirklich ist, wissen Stephanies Eltern erst Wochen später. Während sie gerade erst kurze Zeit mit John aus Bilgen zusammen ist, erfährt die 25-Jährige körperlichen, sexuellen und emotionalen Missbrauch. Als sich Stephanie schließlich Ende September 2019 von John trennen will, schlägt er auf sie ein, bis sie aus ihrem eigenen Zuhause fliehen muss und ihren Vater Edward um Hilfe bittet. Stephanie erstattet Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei gegen John aus Bilgen. Es ist nicht die einzige Anzeige, die gegen ihn vorliegt. Bereits Monate zuvor, als sich John und Stephanie gerade kennengelernt haben, hat der 29-Jährige eine weitere Frau angegriffen. Auch nach der Trennung und der Anzeige hat Stephanie noch Angst, was sie auch der Polizei berichtet. Sie fürchtet sich davor, dass er ihr eines Tages auflauert und nochmal etwas antun wird. Die Vorahnung. Im Oktober 2019 liegen schwierige Wochen hinter Stephanie Pars. Erst ihre schwere Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt, dann ihre kurze einschneidende Beziehung zu ihrem Ex-Freund, der sie erst mit Liebe überschüttet und dann kontrolliert, missbraucht und geschlagen hat. Und plötzlich findet sich Stephanie in einer ganz neuen, unheimlichen Situation wieder. Sie fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher. Alles beginnt damit, dass die 25-Jährige eines Tages nach Hause kommt, in das Haus ihrer verstorbenen Oma, in dem sie mittlerweile lebt, und im Badezimmer am Spiegel Handabdrücke findet. Sie weiß, dass sie nicht von ihr selbst stammen. Doch wer war es dann? Stephanie macht Videos von den Handabdrücken am Spiegel und schreibt ihrer Schwester, dass sie keine Erklärung dafür hat. Entweder spukt es bei ihr
Oder jemand hat sich Zutritt zu ihrem Zuhause verschafft und will ihr Angst machen. Nur wenige Tage später ereignet sich der nächste seltsame Vorfall bei Stephanie. Einer ihrer Wellensittiche liegt tot in seinem Käfig. Ihrer Schwester schreibt sie via Snapchat: Der Vogel war kerngesund und jetzt ist er plötzlich tot. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, jemand war in meiner Wohnung, ohne dass ich es bemerkt habe. Stephanie bittet deshalb ihrer Schwester, die bereits Mutter ist, sich ihr Babyphone auszuleihen, um beobachten zu können, ob jemand heimlich bei ihr einbricht. Doch dazu kommt es nicht mehr. Am 30. Oktober 2019 sind Stephanie, ihre Schwester und ihre Eltern verabredet. Halloween steht vor der Tür und deshalb gehen sie gemeinsam zu einer Varieté-Show eines angeblichen Mediums. Abends bringt Stephanie ihre Familie mit dem Auto nach Hause und fährt gegen 22 Uhr zu ihrer Wohnung, die nur wenige Minuten von ihrem Elternhaus entfernt liegt. Eigentlich schreibt Stephanie ihren Eltern immer, wenn sie sicher zu Hause angekommen ist, doch diesmal meldet sich die 25-Jährige nicht. Auch als ihre Mutter ihr schreibt, kriegt sie keine Antwort von ihrer Tochter. Doch die denkt sich zunächst nichts dabei. Stephanie hatte für die Show ihr Handy auf lautlos gemacht. Vielleicht hat sie nur vergessen, es wieder anzuschalten. Doch am nächsten Morgen haben Charlene und Edward Pars immer noch nichts von ihrer Tochter gehört. Und noch etwas beunruhigt sie. Stephanie ist nicht zur Arbeit erschienen. Ihre Familie versucht, sie zu erreichen. Sie fahren zu ihrer Wohnung, aber niemand macht auf, obwohl ihr Auto vor der Tür steht. Und sie telefonieren Stephanies Freundeskreis ab, aber niemand hat eine Antwort auf die Frage, wo Stephanie ist. Am Abend des 31. Oktober wissen sich ihre verzweifelten Eltern nicht weiterzuhelfen und sie melden Stephanie Pars bei der Polizei als vermisst. Wann ist ihre Tochter verschwunden? Sie verließ unser Zuhause letzte Nacht um 22 Uhr und sie fuhr zurück zum Haus meiner Mutter, wo sie wohnt. Ich sagte ihr, sie soll mir schreiben oder anrufen, wenn sie angekommen ist, aber es kam nichts. Ich habe sie den ganzen Tag versucht anzurufen und habe ihr geschrieben. Gegen 16 Uhr bin ich zu ihr gefahren und ihr Auto war da, aber sie hätte eigentlich von 9 bis 18 Uhr arbeiten müssen. Als sich die Polizei Zutritt zu Stephanies Apartment verschafft, sind sie sich sicher, dass die 25-Jährige nicht freiwillig verschwunden ist. Sie hat ihren Hund allein zurückgelassen, genauso wie ihr Handy, ohne dass sie nie das Haus verlassen hat. Aber Spuren eines Einbruchs gibt es nicht. Sollte also jemand Stephanie etwas angetan haben, hat sie die Person freiwillig reingelassen. Stephanies Familie hat sofort ein ungutes Gefühl und befürchtet das Schlimmste. Ihre Tochter und Schwester wäre nie freiwillig verschwunden. Sie ahnen, dass etwas Schreckliches passiert sein muss und sie haben bereits einen Verdächtigen. Stephanies Ex-Freund John aus Bilgen. Keine Antwort. Noch während die Polizei das Haus von Stephanie durchsucht, hat sich Stephanies Schwester Zugriff zum Facebook-Account ihrer Schwester verschafft, um nachzusehen, ob sie jemanden seit ihrem Verschwinden geschrieben hat. Und dabei hat sie eine interessante Entdeckung gemacht. Am Abend des 30. Oktober, während sie bei der Varieté-Show waren, hat John aus Bilgen ihrer Schwester 10 Nachrichten geschrieben, die immer wütender und aggressiver wurden. John wurde an diesem Tag gekündigt. Seine Wut darüber, sowie über die gescheiterte Beziehung der beiden, hat er anscheinend an diesem Abend an Stephanie ausgelassen, die auf keine seiner Nachrichten geantwortet hat. Er beschimpft Stephanie als Fotze, schreibt, dass sie schuld an allem sei und dass ihretwegen ihre Beziehung zum Kotzen gewesen wäre. Nicht nur die Nachrichten, sondern auch der vorherige häusliche Missbrauch alarmiert sofort die Polizei und noch in der Nacht wird der 29-Jährige befragt. Er sagt aus, dass er tatsächlich am Abend des 30. Oktober bei Stephanie war und die Nacht dort verbracht hätte. Am frühen Halloween-Morgen sei er dann gegangen. Zu diesem Zeitpunkt sei Stephanie noch wohl auf zu Hause gewesen. Auch seine Handydaten überprüft die Polizei. Es stimmt, dass er bis ca. 7 Uhr morgens bei Stephanie war. Doch im Anschluss fuhr er nicht nach Hause, sondern in ein nahegelegenes Waldstück, wo er ganze 6 Stunden verbracht hat. Was hat er dort gemacht?
Hat er Stephanie in der Nacht etwas angetan und dort ihren toten Körper verscharrt? Jonas Bilgen schweigt zu dieser Frage und eine riesige Suchaktion von Polizeikräften, Freiwilligen und Stephanies Familie kann keine Antworten liefern. Auch nachdem sie nahezu jeden Stein des Waldgebiets umgedreht haben, haben sie keinen Hinweis darauf gefunden, wo die 25-Jährige sein könnte. Ein Hinweis, was John Stephanie möglicherweise angetan haben könnte, finden sie bei der Durchsuchung seines Zuhauses und seines Handys nicht. Und der 6-stündige Aufenthalt in einem Waldgebiet reicht nicht aus, um John aus Bilgen wegen des Verschwindens seiner Ex-Freundin anzuklagen. Dafür macht das Ermittlungsteam eine andere erschreckende Entdeckung auf seinem Handy. In seinen Fotos und Videos finden sie kinderpornografisches Material. Zum Teil sind sogar Babys involviert. Anfang November wird John aus Bilgen wegen Kinderpornografie und Kindeswohlgefährdung festgenommen und angeklagt. Am 19. November wird er auf Kaution freigelassen. Nur 3 Tage später finden seine Eltern ihn tot in der Garage. Er hat sich das Leben genommen und einige kryptische Abschiedsbriefe hinterlassen. Den Mord an Stephanie gibt er nicht explizit zu, aber er lässt viele Hinweise zurück, dass die Anschuldigungen wahr sind. In seinem Abschiedsbrief an seine Familie schreibt er: Sorry für diesen ganzen verrückten Kram. Mir geht es schon lange schlecht und ich habe genug. Danke für alles. Ich kann nicht mein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen. Das meiste, was sie über mich hört, ist wahr. Außer die Kinderpornografie. Ich würde sowas nie tun. An eine Freundin richtet er ebenfalls einen Abschiedsbrief, in dem er schreibt: Das Mädchen, wegen dem ich in den Nachrichten war, war ein Stück Scheiße. Sie verletzte mich immer und immer wieder, selbst wenn ich schon am Boden war. Sie war ein schrecklicher Mensch. Mit dem Suizid des mutmaßlichen Mörders von Stephanie nimmt John nicht nur die Frage mit ins Grab, was mit ihr passiert ist, sondern auch, wo er ihren toten Körper verscharrt hat. Für Stephanies Familie ist die Zeit kaum auszuhalten. Sie wissen, dass Stephanie nicht mehr lebt. Und gleichzeitig hoffen sie immer noch, eines Tages Stephanie wieder in die Arme schließen zu können. Denn ohne zu wissen, wo ihre Tochter und Schwester ist, können sie nicht akzeptieren, dass Stephanie tot sein soll. Sie organisieren auch Wochen nach dem Verschwinden immer noch Suchaktionen. Sie geben zahlreiche Interviews und verteilen Suchplakate. 87 Tage lebt die Familie Paas in Ungewissheit. 87 Tage wissen sie nicht, ob sie um Stephanie trauern oder immer noch hoffen sollen, sie wiederzusehen. Nach 87 Tagen wird schließlich ihr größter Albtraum wahr. 2 Teenagerinnen machen am 26. Januar 2020 in der Nähe eines Highways in dem Waldgebiet, in dem John aus Bilgen am 31. Oktober 2019 6 Stunden war, eine schreckliche Entdeckung. Sie sehen im Gras etwas, bei dem sie zuerst denken, dass es eine Schaufensterpuppe ist, die jemand in der Natur entsorgt hat. Erst als sie näher kommen, sehen sie, dass es eine tote Frau ist. Schnell ist klar, dass es sich bei der Toten um Stephanie Paas handelt. Doch ihr Körper ist bereits zu stark verwest, um feststellen zu können, wie Stephanie getötet wurde. Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass John sie getötet hat, weil Stephanie sich von ihm getrennt und ihn angezeigt hat. Und vermutlich wurde Stephanie am 30. oder am frühen Morgen des 31. Oktober 2019 getötet. Entweder hat sie ihren Mörder freiwillig zu Hause reingelassen, oder John kannte einen Zugang zu ihrer Wohnung, wie er unbemerkt reinkommen konnte. Schließlich hat jemand der 25-Jährigen auch schon vor ihrem Tod in ihrer Wohnung Angst gemacht und ihren Vogel getötet, ohne einzubrechen, wohinter mutmaßlich auch John steckt. Doch eindeutige Antworten bekommt Stephanies Familie nicht. Und das, obwohl sich ihre Familie und die Staatsanwaltschaft sicher sind, dass John aus Bilgen Mitwisser hat. Es gibt Hinweise darauf, dass John seinen Eltern mehrere Nachrichten nach dem Mord an Stephanie geschickt hat und kurz nachdem öffentlich nach Stephanie gesucht wurde, diese von seinen Eltern gelöscht wurden. Hat er in den Nachrichten an seine Eltern vielleicht den Mord gestanden? Doch Johns Eltern weigern sich, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.
Selbst nachdem sie wegen Beweismittelfälschung und Behinderung der Justiz angeklagt wurden, verweigern sie Einblicke in ihre Handys. Sie sind der Meinung, dass ihr Sohn unschuldig sei. Weder am Mord von Stephanie sei er beteiligt gewesen, noch hätte er sich der Kinderpornografie schuldig gemacht, obwohl die Beweise auf seinem Handy gefunden wurden. Sie machen die Polizei und Staatsanwaltschaft für den Tod ihres Sohnes verantwortlich und begründen damit, die Zusammenarbeit mit den Behörden zu verweigern. In einer Erklärung schreibt das Ehepaar aus Bilgen: Wir bedauern, was Stephanies Familie passiert ist und hoffen, dass sie in diesem Albtraum Frieden finden können. Niemand weiß wirklich, was mit Stephanie passiert ist, aber wir wissen, dass John weder uns gegenüber noch in der Nachricht, die er uns hinterlassen hat, gesagt hat, dass er Stephanie verletzt hat. Wir sind überzeugt, dass er unschuldig ist. Der ganze Druck durch die falschen Kinderpornografieanklagen und die ständigen Durchsuchungen haben ihn dazu gebracht, sich das Leben zu nehmen. Auch in der Presse versuchen Johns Eltern, ein anderes Bild ihres Sohnes zu vermitteln. Er sei nicht der aggressive Frauenhasser, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei ihn hinstellen, sondern ein Gentleman. Und dass er Stephanie am Abend ihres Todes noch über Facebook beleidigt hat und sie als Fotze betitelt hat, könnten seine Eltern nachvollziehen. Währenddessen melden sich aber auch andere Ex-Freundinnen und Bekanntschaften von John aus Bilgen bei der Presse. Sie bestätigen, dass er ein gewalttätiger, misogyner Mann war, der sie auch missbraucht und geschlagen hat. Für Stephanies Familie ist das Verhalten von Johns Eltern unbegreiflich. Nicht nur, dass ihr Sohn mutmaßlich für den Tod der 25-Jährigen verantwortlich ist. Sie sind auch nicht bereit, die Aufklärung des Verbrechens voranzutreiben und denunzieren sogar nach ihrem Tod noch Stephanie. Solange Johns Eltern nicht kooperieren und schweigen, werden sie vermutlich nie Antworten auf ihre vielen Fragen bekommen. Ein Zustand, der für Charlene und Edward Pass unerträglich ist. Wie können Sie Ihren Sohn verteidigen, wenn Sie wissen, dass er diese Verbrechen begangen hat? Tut endlich das Richtige.